heute ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Bevor ich mit irgendetwas anfange, möchte ich euch erst einmal ein frohes neues Jahr 2019 wünschen, weil das ist ja jetzt hier mein erstes Video für 2019. Und ja, ich habe euch zwar schon frohes Neues auf Instagram und so gewünscht, aber noch nicht hier. Und deswegen, ja, hoffe ich natürlich, dass ihr gut reingerutscht seid und ein schönes Silvester hattet. Bei mir war es sehr ruhig an Silvester. Wir haben nur bei meiner Familie gefeiert mit meinen Brüdern und ja, haben ein bisschen gegessen, gespielt, Feuerwerk geguckt und ja, das war's dann eigentlich. Dieser erste Vlog für 2019 ist auch direkt mal was ganz anderes und eventuell habt ihr auch heute was zu lachen, denn ich fahre gleich an das Set von Dancing on Ice. Und falls ihr Dancing on Ice nicht kennt, das ist eine Show, die läuft auf Sat.1, genau ab heute übrigens. Und dort treten Celebrities gegeneinander an und ja, tanzen sozusagen auf dem Eis. Ich trainiere auf jeden Fall heute mit dem Trainer von Sarah Lombardi und der gibt mir sozusagen eine Stunde auf dem Eis. Ich kann nur sagen, das letzte Mal bin ich Schlittschuh gelaufen. Da war ich vielleicht 15 oder so. Also es ist schon ewig her. Ich war auch nie so der Inliner-Fahrtyp oder sowas. Also ich auf einem rutschigen Untergrund ist so eine Sache. Ich bin gespannt, wie das wird. Außerdem werde ich auch Sarah Lombardi selbst treffen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, jetzt mache ich mich aber erstmal eben schnell zu Ende fertig, weil sonst komme ich ja heute nicht mehr weg. Denn ich muss jetzt gleich erst einmal meine Managerin vom Flughafen abholen und dann möchte ich natürlich nicht zu spät kommen. Deswegen hören wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt soweit fertig. Ich zeige euch jetzt mal eben meine Schlittschuhe. Die habe ich mir nämlich extra für heute besorgt und die sind richtig, richtig süß. So sehen die aus. Ich habe mir die bei Amazon einfach bestellt. Das sind so weiße bzw. hellrosane Schlittschuhe mit so einem Blumenmuster. Ist irgendwie ganz süß und deswegen habe ich mir die gekauft. So, jetzt muss ich aber auch dringend los. Ich bin schon spät dran, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim Frühstück oder so. So, nach einem schönen Frühstück, Brunch, wie auch immer man das nennen möchte, sind wir jetzt angekommen hier bei den Studios und jetzt wird's ernst. Ich hab ein bisschen Schiss. So Leute, ich bin jetzt hier sozusagen Backstage in der Trainingshalle. Hier wird trainiert, ist gerade ein bisschen überbelichtet, man sieht es nicht so gut. Und dann, passt auf. Also hier wird trainiert und hier sitzen die irgendwie dann so zwischenzeitlich bei der Show. Und wenn die ihren Auftritt haben, dann skaten die durch dieses Loch sozusagen dadurch in die große Halle, wo dann die Show sozusagen stattfindet. Es wird gerade auf jeden Fall das Eis schon mal vorbereitet, extra für mich hoffentlich. Hier ist auch noch so ein Bildschirm. Ich kann mir vorstellen, dass dann hier hinten immer so reingeschaltet wird zwischen der Sendung. Ich weiß es nicht, aber das kann ich mir zumindest vorstellen. So Leute, schaut mal, mit wem ich jetzt hier bin. Hallo. Mit der Sarah und mit dem Jotti. Möchtest du dich vielleicht mal als erstes vorstellen? Ja, also ich bin Jotti, ich bin der Tanzpartner von der Sarah. Ich bin Profi-Eiskunstläufer, dreifacher deutscher Meister, Olympiateilnehmer. Wow. Und jetzt habe ich das Vergnügen, mit der Sarah hier bei Dancing on Ice mitzumachen. Ja, krass. Und ja, wir zwei gehen ja sogar auch gleich aufs Eis. Wir gehen jetzt aufs Eis. Jury spielen. Sie darf jetzt gleich bewerten, wie ich das hier mache. So schnell geht der Aufstieg im Eiskunstlauf, ja. Man lernt vor 3 Monaten das Eiskunstlaufen und schon ist man in der Jury hier. Echt? Ja. Vor 3 Monaten hast du erst angefangen. Vor 3, aber was heißt erst? Also ich finde es eigentlich viel, aber am 4. die Zeit Oktober braucht man, war unser ja. Erster die Trainingstag. Zeit braucht man echt auf dem Eis. Ich weiß nur, dass ich halt vor 10, 12 Jahren früher so als Teenie in der Eisdisco war. Echt? Aber noch nie so richtig professionell, nein, um Gottes Willen, nein. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt überhaupt halten kann auf dem Eis. Los geht's, oder? Wir fangen mal an. Also
hart aus. Soll ich dich mal heben? So, ja. Also, ach du Scheiße. Ich würde dich nie fallen lassen. Ich bin schwer. So, ach komm. So, dann gibt es mir so zwei und wie so eine. Also, die Aktion zu aber ich finde das krass, weil jetzt erinnere ich mich wieder. Du angekommen. Ja. Ja. Ja, ist schön zu sehen. Das, und dann checkt man das auch. Das ist eigentlich echt nicht so leicht, ja, dass es aussieht. Absolut nicht leicht, Leute. Also, das ist schon echt Respekt. Ich bin gespannt, wie das anders zu machen wird. Ich auch. Ich werde auf jeden Fall zugucken. Sie macht sich cool. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin stolz auf die Sarah. Die ich habe auch echt einen richtig tollen Tanzpartner. Die wird reinhauen. Ja, und was meinst du? Kann ich Profi Ich fand's echt werden? Gut, wenn ich ehrlich bin, weil du bist, hast so auch keine Angst gehabt. Du bist einfach drauf losgefahren. Und ich glaube, das ist so das, womit man, wenn man anfängt, das ist das Wichtigste, dass man halt einfach auch mal ausprobiert. Ne? Ja, hab so Angst am Anfang? Angst nie, aber es, also ich war auch so wie du. Also ich bin nicht direkt hingefallen, sondern auch natürlich wackelig auf den Beinen. Aber trotzdem habe ich einfach, die hat ja gesagt, lauf, und ich bin einfach mal gelaufen. Ja, und wann bist du dann so zum ersten Mal hingefallen und war das heftig oder ging das noch? Wann bin ich so? Ich bin auf jeden Fall oft hingefallen und dann auch so richtig und habe mich auch echt verletzt oder also mir wehgetan. Was hast du denn gehabt? Ich habe mir einmal die richtig die Kufe hier, also so hier rein. Ja, ich habe auch meine ganzen Beine, ja voll, meine ganzen Beine waren blau. Aber das hat so richtig angefangen, als wir mit dem Programm angefangen haben. Weil dann probiert man Sachen aus, dann... Ja, man wird immer übermütiger, das habe ich ja jetzt auch gemerkt. Man hat immer mehr Bock, irgendwas zu machen. Und dann Wie jetzt diese Übersetzer, die der dir gezeigt hat. Wenn es da irgendwie mal, dann stellst du dir selber ein Bein und dann liegst du auf einmal. Ne? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du wegen Sonntag? 12. Also wegen heute, wenn ihr das Video seht. Ja, 12. Ja? Nee, ich bin schon aufgeregt, aber ich freue mich auch, dass es losgeht. Ich meine, wir haben jetzt uns 3 Monate vorbereitet und jetzt kann es endlich losgehen. Also ich bin mega aufgeregt, aber ich freue mich auch. Ja. Und wie war das jetzt vorher? Also du hast ja gerade schon kurz gesagt, ich glaube 4 Monate hast du jetzt trainiert. Drei Monate. Mhm. Konntest du vorher schon laufen oder noch gar nicht? Gar nicht, also so wie du auch. Ich war mal auf dem Weihnachtsmarkt oder so. Ja. Aber sonst gar nicht. Ich habe natürlich die letzte Zeit sehr viel Sport gemacht, auch geguckt, dass ich so Balance-Sachen und so machen kann, damit ich mein Gleichgewicht gut halten kann. Und ich glaube, das hat mir für den Anfang richtig viel geholfen, dass ich einfach vom Gleichgewicht her mich gut halten konnte. Bin ich echt mal gespannt, was man so alles dann in 3 Monaten lernen kann. Ja. Ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, einschalten und dir die Daumen drücken. Und was ich ja auch immer besonders schön beim Eiskunstlaufen finde, sind ja die Sachen, die man anhat, gerade halt auch die Frau. Hast du da, kannst du da schon ein bisschen was verraten, wie so dein Kostüm aussehen wird? Oder wie nennt man das Kostüm? Ich glaube, oder nennt man Kostümkleid, ja. Kostümkleid. Irgendwo habe ich Kür gelesen. Nee, es ist, ja genau, stimmt, ja. Nee, ich habe so ein ganz helles lilanes an, auch etwas schlichter eigentlich. Normalerweise die Kleider sind immer alles so komplett mit Steinchen und so. Ja, man muss sich ja noch steigern können. Genau. Es gibt ja mehr Chancen. Ne? Aber ja, das ist so, für den Song, den wir haben, passt das auch besser. Etwas Schlichteres, aber normalerweise die ganze mit Steinchen und Glitzer und das ist auch voll mein Ding. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ich auch, sehr gern. Ja, wie gesagt, ich drücke dir alle Daumen, euch beiden natürlich. Ja. Und dass ihr auf jeden Fall ganz weit kommt und am besten natürlich das Ding gewinnt. Ja, okay, wir wollen jetzt mal nicht übermütig werden. Ich muss ja die Ziele hochsetzen. Ja, das stimmt. Aber erstmal Spaß steht an erster Stelle, dass wir die erste Runde so gut es geht überstehen und dann sicher. Gehen wir weiter. Alles klar, dann vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und ich hoffe, du hast Spaß. So, auf jeden Fall, es hat so viel Spaß gemacht, wir müssen jetzt hin. Ja, dann mach doch. Das du ganz allein. Wieder zu Hause und das Erste, was ich mache, und ja, der Baum steht bei uns noch, ich mach den an. Oh,
Ich bin einfach noch nicht bereit dafür, den abzuschmücken, weil es einfach so schön ist. Also, hallo, ich bin wieder zu Hause und ich muss sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Es war richtig, richtig cool. Leider war das wirklich eine sehr schnelle Sache, denn dort war natürlich ganz, ganz, ganz viel los. Die Show beginnt ja in 2 Tagen. Heute ist ja Freitag, Sonntag beginnt die Show und deswegen ging da sozusagen alles drunter und drüber und alle waren im Stress. Deswegen war ich dann letztendlich, glaube ich, vielleicht 15, 20 Minuten auf dem Eis, hatte also jetzt nicht so viel Zeit. Trotzdem hat es super viel Spaß gemacht und generell mit jemandem Eis zu laufen, der halt ein Profi-Eiskunstläufer ist. Das hat man halt sofort bemerkt und das ist richtig cool. Und wie der mich einfach da so hochgenommen hat und rumgeschleudert hat, ich dachte echt so, wo bin ich denn jetzt hier? Also richtig witzig. Also vielen, vielen Dank nochmal an Sat1 und natürlich auch an Sarah und Jotti, dass ich vorbeikommen durfte und mir das anschauen durfte. Es war wirklich eine tolle Erfahrung und ohne Witz, ich würde da jetzt am liebsten auch mitmachen. Das hat nämlich echt Spaß gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das trainiert, dass man da auch noch besser werden kann. Also das war natürlich jetzt keine Meisterleistung von mir, aber was will man auch in 20 Minuten erwarten? Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich mich angestellt habe. Also ich habe auf jeden Fall schon Angst, mir die Aufnahmen anzuschauen, weil ich habe das selber noch gar nicht gesehen. Und ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen peinlich. Naja. Also wenn ihr Lust habt, auch Sarah und Jotti auf dem Eis zu sehen und generell euch die Show anzusehen, dann schaltet heute, also Sonntag, um 20.15 Uhr in Sat1 ein und dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken, weil jetzt bin ich so richtig gehypt und fand das richtig cool, wirklich. Wir waren jetzt gerade einkaufen und wir haben beide übertrieben viel Hunger und sind super müde. Philipp bereitet sich da jetzt gerade noch ein bisschen Gemüse und Reis und so und ich werde mir jetzt gleich noch ein bisschen Guacamole machen mit Brot und da zeige ich euch, wie ich das jetzt im Moment immer mache. Hey Miley, und was willst du zu Abend essen? Das hat er gerade gefressen. Komm mal her. Ja. Sitz. Und Männchen. Oh, fein. Willst du ein Leckerchen? Ja? Das ist ein leckeres Leckerchen. Hier. Au. Ich war nie so der krasse Guacamole-Fan. Es hat mir nie so richtig gut geschmeckt, muss ich sagen. Guacamole. Aber jetzt habe ich endlich herausgefunden, wie ich die machen muss, damit mir die persönlich schmeckt. Es gibt ja da viele Rezepte, dass man da Zitrone reinmacht und Knoblauch und Zwiebeln und keine Ahnung was alles. Aber letztendlich mache ich da nur 3 Zutaten rein und das zeige ich euch jetzt mal. Zunächst brauchen wir natürlich eine Avocado. Und die werde ich jetzt erst einmal aufschneiden, den Kern rausholen und dann auslöffeln sozusagen. So, jetzt gebe ich einfach ein bisschen Salz darüber. Und dieses Guacamole-Gewürz, das schmeckt eigentlich echt gut. Das mache ich auch alles so Pi mal Daumen, um ehrlich zu sein. Ich schütte das einfach so da drüber. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und jetzt schneide ich mir noch ein paar kleine Cherry-Tomaten da rein. Die schneide ich erstmal ganz klein und dann mische ich die einfach dann da drunter. Und dann wird alles zusammengemischt. Und das war's. So sieht das Ganze dann aus. Das mische ich dann natürlich schön zusammen mit den Tomaten. Und dann esse ich die Guacamole eigentlich meistens einfach auf Brot. Also wie so ein Brotaufstrich. Man kann das auch als Dip benutzen oder was weiß ich. Aber ja, das gebe ich mir dann richtig schön dick aufs Brot. So, wir werden jetzt einfach nur noch essen und ein bisschen Serie gucken. Nicht wahr, Schatz? Well. Yeah? Ja. Breaking Bad? Ja. Okay, wir haben nämlich gerade Breaking Bad angefangen, beziehungsweise wir beide kennen das schon. Ich kenne es so halb, aber ja, wir haben im Moment irgendwie nichts anderes zu gucken, deswegen gucken wir halt das. Ich hoffe natürlich, euch hat dieser Vlog gefallen und ja, ich hoffe, ihr konntet über mich lachen, wie ich da auf dem Eis rumwanke. Vergesst doch nicht, am Sonntag einzuschalten um 20.15 Uhr und dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und dann sehen wir uns mit einem neuen Vlog ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss.